herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Kultmagazins, der Kultursendung von FS1 und dem Dachverband Salzburger Kulturstätten. Circa 12 Millionen Sinti und Roma leben in Europa. Dabei ist Roma und Sinti eine Selbstbezeichnung einer europäischen Minderheit. Ihre Geschichte ist emotional und komplex zugleich. Seit dem 15. Jahrhundert gehören Sinti und Roma zu unserer Gesellschaft. Und seit dieser Zeit, also seit 600 Jahren, sind sie mit Vorurteilen behaftet. Sie werden für kriminell gehalten. Aufgrund ihrer Kultur und ihres Aussehens wurde ihnen das Selbsthaftwerden verwehrt. Sogar heute noch. Im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation wurden sie sogar als vogelfrei erklärt. Im 19. Jahrhundert nimmt die Situation der Roma und Sinti ein neues Ausmaß an. Die europäische Rassenlehre teilt Menschen in Wertigkeiten ein. Die Roma gelten als Volk niedriger Kultur. Sie dürfen weder arbeiten noch Wohnungen beziehen. So werden sie zu einem bestimmten Verhalten gezwungen, das ihnen dann wieder von der Mehrheitsgesellschaft vorgehalten wird. Sie werden als Hausierer und Wandervolk bezeichnet und dürfen keine BürgerInnen werden. Sie leiden seit Jahrhunderten an Ausgrenzung, Diskriminierung und Vertreibung. Sie wurden zu Sündenböcken für gesellschaftliche Missstände. Zur Zeit des NS-Regimes werden sie systematisch diskriminiert, ausgegrenzt und deportiert. Etwa eine halbe Million Sinti und Roma wurden von den Nazis ermordet. Simeon Koch erfuhr eine bewegende Geschichte, wie es einer Sinti-Familie aus Oberösterreich nach der NS-Zeit erging. Hallo und herzlich willkommen zum FS1 Kult Talk. Unser heutiges Thema ist die Erinnerungskultur der Sinti und Roma in Österreich. Herzlich willkommen heißen möchte ich dazu Erika Turner und Nicole Sewig. Erika Turner ist Politikwissenschaftlerin und Historikerin. Nicole Sewig gibt Workshops in Schulen zum Thema Antiziganismus, also der Ausgrenzung etwa von Sinti und Roma in Österreich. Nicole Sewigs Mutter, Gitta Martel, hat 1998 den Verein Ketani ins Leben gerufen, der sich dem Kampf um die Anerkennung und die Rechte der Sinti und Roma in Österreich widmet. 2015 wurde dieser Verein zwar aufgelöst, allerdings ist dessen Gründung eng verbunden mit einer sehr persönlichen Familiengeschichte, die wir heute unter anderem thematisieren möchten. Es freut mich, Sie beide hier heute begrüßen zu dürfen bei uns. Frau Sewig, Ihre Großmutter Rosa Winter war im Zweiten Weltkrieg inhaftierte Sinteser. Das heißt, sie war inhaftiert, da sie Angehörige der Minderheit der Sinti war. Obwohl sie in Österreich geboren wurde, entzog man ihr die Staatsbürgerschaft. Und seit den 1970er Jahren haben Sie, Frau Sewig, beziehungsweise Ihre Mutter zunächst und dann auch Sie und auch gemeinsam mit Frau Turner darum gekämpft, dass Rosa Winter diese Staatsbürgerschaft wieder zurückbekommt. Erfolgreich war dieses Ansinnen dann 1991 und vielleicht können Sie uns noch ein wenig tiefere Einblicke in diese sehr persönliche Geschichte geben. Ja, sehr gerne. Wie gesagt, meine Großmutter ist 1923 in Österreich geboren, auf der Durchreise in eine Sinti-Großfamilie. Und ja, Österreich war immer ihr Heimatland und sie ist ja auch dann auf den Todesmarsch wieder zu Fuß nach Österreich gekommen, hat hier den Boden geküsst, war froh, sozusagen wieder zu Hause zu sein. Und dann mussten sie in den folgenden Jahren auf der einen Seite feststellen, dass fast niemand von der Familie überlebt hat, also ihre Geschwister, Eltern, Großeltern, also ein Großteil der Familie ist leider ermordet worden. Und ja, dann sind sie eigentlich vor sehr schwierigen Situationen gestanden. Also meine Großeltern konnten beide nicht lesen und schreiben. Wenn sie zu Behörden gegangen sind, wenn sie auch erzählt haben, dass sie im Konzentrationslager waren, hat man entweder ganz schlecht darauf reagiert, indem man gesagt hat, naja, der Kopf ist ja nach oben, es wird ja nicht so schlimm gewesen sein. Beziehungsweise konnten sie auch im Grunde genommen nichts beweisen. Sie hatten keine Dokumente, sie hatten eigentlich gar nichts in der Hand. Und das Leben war sehr, sehr schwierig. Auch natürlich mit diesem Schicksal umzugehen. Unsere Kultur baut auf Großfamilie auf, die ja dann nicht mehr da war. Und meine Mama hat eben dann Anfang der 70er Jahre gedacht, wenn die Eltern älter werden, von was werden sie eigentlich einmal leben? Ja, weil bis dorthin haben sie immer vom Hausierhandel gelebt, ohne eine Gewerbeberechtigung erwerben zu können, ohne der fehlenden Staatsbürgerschaft, ohne den Unterlagen.
Und dann hat meine Mama begonnen, an verschiedene Politiker zu schreiben, die Situation zu erklären, die Geschichte ihrer Mama sozusagen publik zu machen. Und meine Großmutter hat nicht so eine große Freude damit gehabt. Sie war eigentlich nicht so der öffentliche Mensch. Sie hat auch gesagt, ich kann nicht mehr auf Geschäft gehen, die Leute erkennen mich nach den Fernsehinterviews. Und es hat einige Unterstützer und Unterstützerinnen gebraucht, um das in diesen Jahren zu schaffen. Und eine sehr wichtige Unterstützerin war eben die Dr. Erika Turner, die diesen ganzen Prozess mitbegleitet hat, die immer wieder historische Daten geliefert hat, die immer wieder bestätigt hat, dass sich diese Geschichte mehrfach auch bei anderen Familien so abgespielt hat. Und so hat meine Großmutter dann nach 46 Jahren, 1991, eben wieder die österreichische Staatsbürgerschaft erhalten. Mhm. Frau Turner, Sie haben ja auch eine sehr große Rolle in diesem Prozess gespielt. Vielleicht können Sie uns kurz erklären, wie wichtig dieser Fall generell für die Wahrnehmung der Sinti und Roma und deren Rechte in Österreich war und was es dann letztlich auch gebraucht hat, um erfolgreich zu sein. Ja, generell ist zu sagen, dass Roma und Sinti bis gegen Ende der 1980er Jahre vergessene Opfer des Nationalsozialismus war. Es war notwendig, nach der ersten oder umfassenderen Aufarbeitung der Geschichte, sowohl ihrer Verfolgung, ihrer Festhaltung in Zwangsarbeitslager, zunächst in Österreich, in Salzburg, Salzburg-Max-Plan und Rennbahn, wo auch Rosa Winter war, und im noch größeren Lager in Lackenbach. Also auf die Aufarbeitung dieser beiden Lager in Österreich und aber auch die Situation der Roma und Sinti im Zuge der Verfolgung, ihre Verhaftung, Deportation und Verbringung und Ermordung in den Konzentrations- und Vernichtungslager des Nationalsozialistischen Reiches. Aufgrund der Situation, dass 1984 in Lackenbach das erste Roma-Mahnmal errichtet wurde, es gab davor jahrzehntelange Bemühungen der Opferverbände, zum Beispiel der Lagergemeinschaft Auschwitz, also anderer Häftlinge, die aus politischen, aus rassischen Gründen ebenfalls im Nationalsozialismus verfolgt waren, die sich darum bemüht hatten, dass die Roma und Sinti auch in die Opferanerkennung sowohl ideell als auch materiell einbezogen werden. Und ein erster Akt war diese Errichtung des Mahnmals in Lackenbach. Damals wurde erstmals im österreichischen Rundfunk österreichweit in der Zeit im Bild darüber berichtet. Viele Menschen in Österreich haben überhaupt nicht gewusst, dass es Roma und Sinti zum einen in Österreich noch gibt. Nur ungefähr 10% haben ja überlebt. Und zum anderen konnten sie mit diesen Begriffen nichts anfangen. Also Zigeuner, da gab es eben die verschiedenen Bilder, die meisten eher negativ besetzt oder romantisieren. Also das war so ein erstes öffentliches Erstaunen und Erleben. Nach diesem Vorfall, möchte ich einmal sagen, war es dann sehr rasch möglich, ein zweites Mahnmal in Österreich zu errichten. Das ist das Mahnmal in Salzburg am Ignaz-Rieder-Quai, dort wo das sogenannte Übergangslager Rennbahn war. Und das war im Dezember 1985. Und ab diesem Zeitpunkt hat sich langsam einiges bewegt. Ich habe dann zusammen mit zwei Kollegen noch einen Film über diese Situation der Verfolgung und zur heutigen Situation oder damaligen Situation 85, 86, zum einen von Sesshaften und zum anderen von noch Reisenden, unter Anführungszeichen, Sinti und Roma in Österreich gemacht. Und aufgrund dieses Filmes, also bin ich eigentlich mit verschiedensten Leuten aus der Community in Verbindung gekommen. Damals eben auch mit Gitta Martl und dann gleich auch mit Rosa Winter und auch mit Nicole, die damals ja noch ein relativ junges Mädchen ein junges Mädchen war. Und aus diesen Verbindungen hat sich dann das ergeben, dass ich auf der einen Seite also immer mehr Kontakte zu Überlebenden oder Nachgeborenen hatte
Und auf der anderen Seite habe ich im Zusammenhang mit sozusagen einer kleinen Bürgerrechtsbewegung oder einer Menschenrechtsbewegung versucht, hier Verschiedenes zu unternehmen, um eben diese Opferanerkennung zu erreichen. Und das ist uns dann auch gegen Ende der 80er Jahre teilweise gelungen. Und das große Problem war, dass ein Großteil der vor 1938 noch fahrenden Sinti, vor allem Sinti-Familien oder Lovara, keine Staatsbürgerschaft hatten, staatenlos waren, davor niemals in der Lage waren, vor 1938 eine Heimatberechtigung zu bekommen, obwohl, wie Nicole schon erzählt hat, die Vorfahren waren heimatberechtigt in Oberösterreich. Und jemand, der staatenlos war, hatte keine Möglichkeit in Österreich über das Opferfürsorgewesen hier eine Anerkennung zu bekommen. Denn es ist auf jeden Fall hier ganz zentral zu erwähnen, dass Österreicher keine Entschädigung oder Wiedergutmachung für erlittene Freiheitsberaubung und KZ-Haft geleistet hat, sondern es handelte sich um sogenannte Opferfürsorgemaßnahmen für Menschen, die damals überlebt hatten, aus dem KZ kamen, und eine sogenannte Opferfürsorgerente. Aber dazu bedurfte es erst einmal, dass diese Menschen in den Status von Staatsbürger, Staatsbürgerinnen kamen und, wie Nicole auch schon erwähnt hatte, dass hier Materialien, Papiere auf den Tisch gelegt werden mussten, weil sonst war die Möglichkeit, hier damit durchzukommen, sehr bescheiden. Frau Sewig, wir haben jetzt gerade schon gehört, dass Ihre Großmutter, also Rosa Winter, unter anderem in Maxglan inhaftiert war. Das ist ja ganz in der Nähe hier von Salzburg. Und hat Ihre Großmutter Ihnen denn von dieser Zeit erzählt? Ja, sie hat mehrfach darüber berichtet und ihre Lebensgeschichte wurde ja auch aufgezeichnet, in einem Buch festgehalten, Uns hat es nicht geben sollen, herausgegeben von Ludwig Lacher. Und sie hat vor allem auch von dieser Zeit berichtet. Sie mussten durch den Festsetzungserlass, sind sie damals in Salzburg sozusagen festgenommen worden, inhaftiert worden. Sie hat erzählt, dass sie große Angst hatten, dass sie einfach nicht gewusst haben, erstens, was sie verbrochen haben, zweitens, was mit ihnen passieren wird. Und in dieser Zeit, als sie in dem Lager war, drehte auch die Regisseurin Dini Riefenstahl einen Film, Tiefland hat er geheißen, und sie suchte damals Statisten, die spanisch ausschauen, und da hatte sich auch Sinti und Roma aus dem Zigeunersammellager Maxglan ausgesucht. Meine Großmutter war dabei, später auch ihre Mutter und ihre Großmutter. Und sie hat auch erzählt, also dass sie nach Deutschland gebracht worden sind zu den Dreharbeiten, dass sie da mitgespielt hat und dort dann Nachricht erhalten hat, dass die Familie in Salzburg bald wegkommen würde. Niemand weiß wohin. Das war für sie ein Gedanke, den sie nicht ausgehalten hat. Sie ist geflüchtet von den Dreharbeiten, ist in Rosenheim geschnappt worden, kam dann ins Gefängnis in der Festung in Salzburg. Ihre Mama war schon als Geisel dort in einer Zelle. Und Leni Riefenstahl kam dann, um meine Großmutter zur Rede zu stellen. Und sie hat auch von ihr verlangt, dass sie sich hinknien und um Verzeihung bitten soll, weil sie davon gelaufen ist. Und meine Großmutter hat das verweigert, weil sie ja im Endeffekt aus ihrer Sicht nur zu ihrer Familie zurück wollte. Und daraufhin hat Leni Riefenstahl gesagt, dann ab ins KZ mit dir. Und sie kam direkt von dieser Zelle aus in das Frauenkonzentrationslager Ravensbrück. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, dass meine Großmutter öfters gesagt hat, hätte ich damals verstanden oder gewusst, welche Tragweite diese Entscheidung hat, ich hätte der Frau ihre Füße abgebusselt, um uns zu retten. Wie ging es mit der Familie weiter nach diesem Geschehnis? Ja, also also meine Mami, meine Großmutter kam eben nach Ravensbrück. Der Rest der Familie kam von Salzburg aus weiter nach Auschwitz und da hat niemand davon überlebt. Also so grotesk es klingt, hat ihr das womöglich einer von vielen Zufällen aber das Leben gerettet.
Diese schrecklichen Geschichten aus dem Nationalsozialismus sind leider noch zu wenig präsent, besonders wenn es um Sinti und Roma geht. Und gerade deshalb beschäftigen sich Historikerinnen und Historiker wie Erika Turner mit diesem Thema. Deshalb nochmal eine Frage an Sie, Frau Turner. Es gab ja auch vor dem Nationalsozialismus schon Ausgrenzungsphänomene gegen Sinti und Roma. Wie weit geht das zurück und welche Formen nahm das davor an? Ja, also die Erfassung, Erfolgung, Verfolgung beginnt, können wir durchaus sagen, im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts. Zuerst wurden diese Gruppen der Nichtsesshaften, da gab es ja unterschiedliche Menschen, die sozusagen damals auf der Straße waren, bis hin zu den Wanderhandwerkern und verschiedenste Gruppen, die wurden damals zusammengefasst als ja, Nichtsesshafte. Und dann gab es aber 1987, 88 den ersten eigenen Zigeunererlass. Hier wird das Netz um diese Gruppe immer enger gezogen. Und Anfang im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts beginnen sich die Polizeistellen der verschiedensten europäischen Länder zu verbinden. Und hier versuchen das sogenannte Zigeunerproblem gemeinsam zu lösen. Das sollte auf der einen Seite die Festsetzung der Betroffenen und auf der anderen Seite parallel dazu die Vertreibung. Denn keine Gemeinde, wie schon vorher erwähnt, man wollte ihnen nie ermöglichen, eine Heimatberechtigung zu geben, damit die entsprechenden Gemeinden nicht dann eventuell in Krankheitsfall oder Alter zu einer Zeit, als die das Versicherungswesen noch nicht so funktionierte, ihnen, dass die Gemeinden nicht hier finanziell für diese Menschen aufkommen mussten. Und so wurden sie praktisch von einer Gemeinde zur anderen verschoben, in der Zeit, wo auch das Passwesen installiert wird, die Gendarmerie diese Funktionen übernimmt, der Kontrolle. Also wurden die Menschen von einer Gemeinde zur anderen abgeschoben und in den meisten Gemeinden durften sie maximal 24 bis 48 Stunden sich aufhalten. Viele der Familien hatten damals aus Maria-Theresianischen Zeiten schon sogenannte Hausierscheine und ein Wandergewerbe. Und dieses, Nicole hat es ebenfalls schon erwähnt, dieses Hausier- oder Wandergewerbe wurde ihnen aber dann später in der Zwischenkriegszeit zum Teil schon entzogen, sodass sie jederzeit als kriminell auch aufgegriffen werden konnten. Und das zieht sich sozusagen seit dem letzten Drittel des 19. Jahrhunderts bis hin in die nationalsozialistische Zeit. Und zu diesem Zeitpunkt waren vor allem im Burgenland, das müssen wir auch hier mit hereinnehmen, das war das Bundesland mit der größten Anteil allerdings an zum Teil sesshaften oder teilsesshaften Roma, die teilweise zumindest durch ihre Arbeitsleistungen bei den Bauern in die Gesellschaft schon integriert waren, obwohl sie auch dort natürlich außerhalb der jeweiligen Ortschaften lebten. In manchen Ortschaften war der Anteil von Roma, hätten sie nicht außerhalb gelebt, schon relativ hoch, denn viele hatten ähnliche Berufe. In manchen Gemeinden stellten die Roma die sogenannte Dorfmusikkapelle, die teilweise auch eine Groteske der Geschichte für die Nationalsozialisten ganz am Beginn noch bei den nationalsozialistischen Aufmärschen nach 38 aufmarschiert sind und dann als den zuständigen SS- oder NS-Führer das plötzlich in den Sinn kam, dass es sich ja um Roma handelt, dass sie dann abmarschieren mussten. Also da war oft gerade im Südburgenland eine Konzentration von Roma, die entsprechend stark war, die Diskriminierung, Benachteiligung und teilweise muss man da durchaus sagen, der Hass gegen diese Bevölkerungsgruppen, denn es ist zu erwähnen, dass das Burgenland, das ja als letztes Bundesland zu Österreich kam und durch diese Teilung ein besonders wirtschaftliches Krisengebiet war. Auch der Großteil der anderen Bevölkerung lebte zum Teil unter sehr
kritischen, prekären Bedingungen. Und im Burgenland, also beginnt gleich vor der nationalsozialistischen Machtübernahme der Zugriff auf die sogenannten Zigeuner. Und das Burgenland wollte ja damals, berühmt wurde der kurzfristige Landeshauptmann, dann war er stellvertretender Ortsgruppenleiter Borci, durch seine Reden und seine Schriften gegen die Zigeuner, die er sterilisieren lassen wollte, die er ausweisen lassen wollte, die auf eine entfernte Insel kommen sollten. Und nicht nur gegen die Zigeuner ging es, sondern auch darum, das Bundesland, das als erstes, oder dann der Gau, der als erstes judenfrei werden sollte. Also die Hetze war unbeschreiblich und dann natürlich auch im übrigen Österreich, wie schon erwähnt, in den einzelnen Gemeinden, dann den Gauen im Nationalsozialismus, hat jeder Gauleiter versucht, die sogenannte Zigeunerplage loszuwerden. Sie wurden auch als Spione verdächtigt, eben nachdem der Krieg begonnen hatte. Nicole hat es schon erwähnt, den Festsetzungserlass dann im Oktober 1939, also durften sie sich nicht mehr frei bewegen und wurden in Salzburg eben zum einen im Max Glahn, im Lager Max Glahn zusammengezogen, das dann bald zu klein wurde, ausgebaut werden musste, und die Rennbahn, wo jetzt das Mahnmal steht, am Ignaz-Rieder-Quai, das war ein kurzfristiges Übergangslager, das war die Salzburger Pferderennbahn, und da wurden die Menschen in Pferdeboxen untergebracht. Auch die Familie von Rosa Winter war dabei, die kurzfristig auch dort in einer sogenannten Pferdebox hausen mussten. Mhm. Wie wir schon gehört haben, gab es auch nach dem Zweiten Weltkrieg noch vielfältige Ausgrenzung und aber auch Gewaltübergriffe gegen Sinti und Roma in ganz Österreich, besonders auch im Burgenland, vielleicht auch bedingt durch diese historische Entwicklung, von der Frau Turner gerade gesprochen hat. Frau Sewig, in die sehr auch zum Teil schwierige Zeit der 1990er Jahre für die Sinti und Roma hat ihre Mutter Gitta Martl, also 1998, den Verein Ketani gegründet. Was waren denn die Ziele dieses Vereins? Wofür hat er sich eingesetzt und wie haben Sie diese Zeit erlebt und die Arbeit im Verein? Ja, also in den 90er Jahren passierte ja einiges. Also die Mama hatte diesen Erfolg für ihre Mama, die Staatsbürgerschaft und dann auch die Opferanerkennung zu erreichen. Und es kamen einige andere Familien zu ihr, die gesagt haben, du, meinen Eltern ist es ähnlich ergangen, kannst du uns bitte helfen? Das war so die Situation hier in Oberösterreich. Dann wurde 1993 die Gruppe, also die Sinti und Roma als Volksgruppe anerkannt. Und 1995 gab es dieses schreckliche Rohrbombenattentat im Burgenland. Und das alles, denke ich, hat dazu beigetragen, dass es zur Gründung des Vereins Ketani kam in Linz, wobei man da auch Unterschriftenlisten sammeln musste. Die Erika ist mit uns zu politischen Vertretern gegangen und immer wieder musste erklärt werden, warum es einen Verein braucht, warum es eine Selbstorganisation braucht. Und in dieser Zeit gab es die ersten Fonds für Entschädigungszahlungen an die überlebenden Opfer. Und das war so die erste Aufgabe, soweit ich mich daran erinnere, die Familien bei den Anträgen zu unterstützen. Und es waren seitenlange Anträge in verschiedenen Farben. Man musste Krankheiten angeben, Familienmitglieder angeben und so weiter. Und es war für die KZ-Überlebenden eine große psychische Belastung. Vor allem kann ich mich erinnern, dass wir irgendwie das Gefühl hatten, wir schreiben die neuen Listen. Und viele waren unsicher, aber die meisten brauchten dieses bisschen Geld und so war es eine dieser ersten Aufgaben. Und das klingt jetzt so groß, eine Vereinsgründung. Also der Verein wurde gegründet, da gab es noch kein Vereinslokal, da gab es noch keine großartigen Förderungen. Also der Verein Ketani war damals ein Schreibtisch im Schlafzimmer meiner Eltern. Und ich bin damals noch in die Schule gegangen. Ich war in der Oberstufe und ich kann mich erinnern, ich war halt die am ehesten noch oder am schnellsten noch tippen konnte. Und so sind wir da, sobald irgendwie meine Mama Freizeit hatte, sie war noch voll berufstätig, sind wir gesessen und haben diese Anträge eingegeben, bis sie dann eben diese Anstellung hatte.
Und so begann der Verein Ketani, sich zu gründen, diese Anträge zu stellen. Und dann gab es natürlich viele weitere Ziele. Eines der Hauptziele war, die Geschichte der Sinti und Roma bekannt zu machen, auch dieses Bewusstsein zu schaffen, dass das keine fremden Menschen sind. Wir reden, also was die autochthonen Sinti und Roma betrifft, von Menschen, die seit Jahrhunderten hier in Österreich gelebt haben. Also die Familie meiner Großmutter war seit 1765 heimatberechtigt in Österreich. Also ich glaube, dass es heutzutage ganz wenige Familien gibt, die diesen Nachweis bringen könnten. Und trotzdem wurde man beschimpft und man hat gesagt, geht's nach Hause oder geht's dorthin, wo ihr herkommt oder so. Ich bin schon da. Ja? Also dieses Ziel gab es auf jeden Fall, diese Geschichte bekannt zu machen, aber auch Begegnungen zu schaffen. Also es war immer die Intention da zu sagen, wenn man sich kennenlernt, wenn man sich begegnet, wenn man die Geschichten austauscht, dann sieht man auf der einen Seite vielleicht, dass es gar nicht so große Unterschiede sind. Dass die Sinti-Familie oder die Roma-Familie genauso gerne möchte, dass es die Kinder einmal besser haben, dass sie eine Ausbildung bekommen, dass sie ein besseres Leben haben als die Eltern oder die Großeltern. Und ich denke, das ist in der Mehrheitsbevölkerung ja auch so. Und so haben wir eben begonnen, Workshops und Vorträge in Schulen und Bildungseinrichtungen anzubieten. Wir haben Vorträge zum Thema Durchreise gehalten. Es wurden Durchreiseplätze geschaffen. Es wurden also immer wieder Beiträge in Büchern, in Fernsehsendungen und so weiter, sodass wir ja einfach versucht haben, auch diese Bandbreite zu zeigen. Also dieses Bild der Sinti und Roma wahrheitsgetreu wiederzugeben, zu sagen, es gibt nicht nur die ganz Armen, es gibt nicht nur die ganz Reichen, es gibt nicht nur die Ungebildeten und die paar wenigen, sondern einfach wirklich diese große Bandbreite zu zeigen. Mhm. Frau Turner, als Politikwissenschaftlerin setzen Sie sich sehr intensiv damit auseinander, auch wie Minderheiten behandelt werden. Und da wäre meine nächste Frage, weil wir gerade über diese Stereotypisierung gesprochen haben. Was trägt denn besonders dazu bei, dass Klischees entstehen? Sprechen wir da über Ursprünge in den Medien, in gewissen politischen Strömungen, in gesellschaftlichen Traditionen? Woher kommen diese Vorurteile? Naja, vieles sind gesellschaftliche Traditionen, die aus den früheren Jahrhunderten bis in unsere Zeit hineinwirken. Zum Teil sind sie modernisiert, zum Teil leicht verändert. Aber diese Situation der Sesshaften gegen die Nicht-Sesshaften, die war einfach in den früheren Jahrhunderten da und nicht berücksichtigt. Und es ist nicht berücksichtigt worden, dass ein Großteil der Bevölkerung Migranten waren, auch in den früheren Jahrhunderten. Die einen waren, wie auch heute, dass man sie geholt hat, gerne haben wollte. Die Künstler sind nicht immer sesshaft gewesen. Wenn man sich anschaut, die Zu- und Abwanderung nach Österreich oder in das damalige Österreich oder nach Wien, damals eben die Hochkulturstadt, die Kaiserstadt, die viele angezogen hat oder ähnliches. Also dass man sagt, ein Großteil der der Bevölkerung war unterwegs oder in der Industrialisierung hin zu die Arbeiterbevölkerung aus der Landbevölkerung heraus, die übrig gebliebenen Bauernkinder, die nicht erbberechtigt waren, die sich einen Unterhalt suchen mussten. Also hier war immer sehr viel in Bewegung. Aber mit der Industrialisierung, mit dem Beginn der Leistungsgesellschaft wurde eben versucht, den Großteil der Bevölkerung hier hineinzubringen, an den neuen Zeitdruck zu gewöhnen. Und ein Teil der Bevölkerung hat sich eben diesen Anforderungen entzogen und aus diesem Grund heraus, wir wissen damals 16-stündige Arbeitstage, Wochenendarbeit, Kinderarbeit, dass von dieser Bevölkerung, die teilweise trotzdem prekär und unter schlechtesten Bedingungen gelebt hat, so heute würde man sagen working poor, waren, dass es da leicht möglich war, auf diejenigen, die scheinbar in den Tag hineingelebt haben, von ein bisschen Handel
oder kleinen Handwerken gelebt haben, dass man die auf die neidisch werden konnte. Und dann kann man auch natürlich diese romantisierenden oder sexualisierten Klischeebilder mit hinein, dass die freizügiger leben. Und das alles hat hier dazu beigetragen. Aber diese romantisierenden und negativen Klischees und Vorurteile waren vor der NS-Zeit da. Aber dadurch, dass Roma und Sinti zum einen aufgrund ihrer sogenannten Asozialität und auf der anderen Seite aus rassischen Gründen verfolgt worden sind, wurde dieses Moment des Kriminellen ganz stark in die Nachkriegszeit mit hineingegeben. Auf der einen Seite hat eine Mehrheit sozusagen von den sogenannten Zigeunern nichts gewusst, auf der anderen Seite waren sie sofort wieder diskriminiert und ausgegrenzt. Sie hatten kaum eine Chance, eben um, wie schon erwähnt, um Opferfürsorge anzusuchen. Es wurden ihnen, also über diese Lager bestand überhaupt Unklarheit bis in die 50er, 60er Jahre. Hier sind es eigentlich deutsche Nachfragen aus der Bundesrepublik, ob diese Lager Zwangsarbeitslager waren, oder hier finden wir diese verniedlichen Begriffe immer wieder. Also die Menschen hatten keine Möglichkeit, sich dem entgegenzustellen, und die Mehrheit hat sich sozusagen, oder wie der Buchtitel von Chaya Stoika, einer Luwara, heißt, ins Verborgene zurückgezogen. Sie sind zu einer Randgruppe geworden, lebten meistens am Rande der Gesellschaft und für die meisten unbekannt im Verborgenen, abgesehen vom Burgenland, wo es in einigen Gemeinden doch ein bisschen größere Ansiedlungen gab. Und diese Klischees also haben sich zum Teil bis in die heutige Zeit hereingehalten. Dort, wo es eben wenig Aufklärung gegeben hat, dort, wo wenig von dieser Geschichte, von der es ja jetzt schon sehr viel gibt, berichtet wurde, wo dieses Wissen leider bis heute nicht fix verankert ist in den Bildungs- und Studienplänen. Das ist ein Zufallsprodukt, wenn jemand das zum Thema hat und auch entsprechend lehrt. Also all diese Dinge haben dazu beigetragen, dass entsprechende Vorurteile weiterleben können. Und was ganz Entscheidendes ist und war natürlich auch, dass nach dem Zusammenbruch der staatssozialistischen Länder, der kommunistischen Länder unter Anführungszeichen, dass danach doch ein Teil der Roma, die in diesen Ländern gelebt haben, zum Teil in manchen Ländern ein hoher Bevölkerungsanteil, der zumindest in der Zeit des Kommunismus dort teilweise integriert war, besser gelebt hat, zumindest ihre Existenz gesichert war, dass die zum Teil eben es sind nicht nur Roma, die nach Österreich aus diesen Ländern kommen oder in andere westeuropäische Länder, aber dass viele von auch Roma sind, die heute sogenannte Armutsmigranten und Migrantinnen sind. Und erst seit den 90er Jahren wird der Begriff Roma und Sinti auch auf politischer Ebene als pragmatisch-politischer Begriff verwendet. Und heute ist der Begriff Roma in manchen Gesellschaftskreisen und auch teilweise in der Politik in den verschiedenen Ländern so diskriminiert, wie der Begriff Zigeuner früher eben war. Und das ist eigentlich ein großes Problem heute. Wir haben jetzt gerade schon über Bildung gesprochen, und Bildung ist ein ganz wichtiges Thema bei der Bekämpfung von Klischees, die ja heutzutage auch immer noch, ich denke, viele Menschen, die uns auch zusehen werden, das kennen, in der Boulevardpresse reproduziert werden, etwa negative Vorurteile über bettelnde oder stehlende Roma und Sinti. Frau Sewick, Sie geben Workshops in Schulen und arbeiten da mit Schülerinnen und Schülern zusammen, mit jungen Menschen, die auch solche Medien konsumieren. Was vermitteln Sie diesen Menschen und wie reagieren
diese Schülerinnen und Schüler darauf, was sie ihnen mitteilen möchten? Ich muss sagen, ich habe die Workshops nicht alleine gegeben. Ich habe sie gemeinsam mit Vesna Kilom und Alina Kugler gegeben, die das Projekt Wahr an Wahr, also Hand in Hand bei der Caritas haben und im Sinti und Roma vor allem im Bundesland Salzburg unterstützen. Und ich glaube, wir drei sind eine sehr gute Kombination. Die Vesna ist eine serbische Romni, die als Kind mit der Gastarbeiterbewegung nach Österreich kam. Und sozusagen ich, die aus einer autochthonen Sinti-Familie stamme, und die Alina, die viele Jahre mit notreisenden Roma aus Rumänien gearbeitet hat. Und ja, mit unseren Erfahrungen versuchen wir, den Schülern bewusst zu machen, was Vorurteile sind, wie sie entstehen, wie man damit umgehen kann. Und wir haben verschiedene praktische Übungen, wo sie zum Beispiel einfach nur Schwarz-Weiß-Bilder bekommen und entscheiden sollen mit ganz wenigen Angaben, Name, Beruf und Herkunftsland, ob derjenige zur Gruppe der Sinti und Roma gehört oder nicht. Und diese Übung zeigt einfach sehr schön, dass man es eben nicht an so einfachen Dingen festmachen kann. Und im Laufe von 3 Schuleinheiten hören wir oft in den Feedbackrunden, dass sie sehr wenig über dieses Thema gewusst haben, dass sie in Zukunft viel bewusster darauf achten werden und dass sie vor allem auch die Informationen, die sie in den verschiedenen Medien, auch in den sozialen Medien erhalten, vielleicht hinterfragen oder filtern oder mehrere Quellen anzapfen, um so auch ein bisschen herauszufinden, wie wahrheitsgetreu ist oder wie realitätsgetreu diese Informationen sind. Mhm. Sie sind ja Teil dieser Minderheit bzw. dieser Gruppe der Sinti und Roma. Was wünschen Sie sich denn für die Zukunft oder welchen Appell würden Sie auch an die Menschen da draußen richten? Ja, ich würde mir wünschen, dass wir alle so tolerant sind, dass wir jeden, egal ob er schon viele hundert Jahre Geschichte hier in diesem Land hat oder erst vor ein paar Tagen hier angekommen ist, dass wir uns doch klar machen, dass wir alle Menschen sind und dass Vielfalt etwas Schönes ist und etwas Bereicherndes ist und dass wir vielleicht viel voneinander lernen können und viel mehr gemeinsam schaffen können, als wenn wir uns gegenseitig auseinanderdividieren und nur unsere Unterschiede hervorheben. Und ich denke, wenn jeder ein bisschen dazu beitragen möchte und den anderen eine Chance gibt und kennenlernt, und vor allem jetzt die Kinder, die da sind, auch wirklich eine Chance auf Ausbildung haben, auf Bildung haben, wenn es Bildungsgerechtigkeit unter allen gibt, dann denke ich, wäre ein relativ friedliches Miteinander möglich, ohne dass wir uns bekämpfen müssen. Und das würde ich mir sehr gerne für meine Kinder und vielleicht auch mal für meine Enkelkinder wünschen. Und für uns alle natürlich. Ja, das ist ein sehr schöner Appell zum Schluss. Frau Sewig, Frau Turner, ich möchte Ihnen ganz herzlich danken für das Gespräch heute. Es war sehr interessant und spannend, mit Ihnen über dieses Thema zu sprechen. Die Massenmorde gegen die Sinti und Roma gerieten in Vergessenheit. Doch Vorurteile gegen sie blieben bestehen. Auf Entschädigungen mussten sie lange warten, wenn sie überhaupt entschädigt wurden. Klagen von Opfern des NS-Regimes wurden zurückgewiesen. Am 14. April 2023 fand beim Mahnmal am Ignaz-Rieder-Kai die Gedenkstunde für Roma und Sinti statt. Das Mahnmal befindet sich auf dem Gebiet der ehemaligen Pferderennbahn. Hier wurden zur NS-Zeit die Opfer zusammengetrieben, wie Tiere in Pferdeboxen gesperrt und enteignet. Sie mussten unter menschenunwürdigen Bedingungen leben, bekamen nichts zu essen, hatten keine sanitären Einrichtungen und wurden schließlich in KZs deportiert und getötet. Die Gedenkfeier richtete sich an all die Roma und Sinti, die diese grauenvollen Erlebnisse am eigenen Leib erfahren mussten. Zu Beginn der Veranstaltung hielt der Obmann des Kulturvereins Österreichischer Roma, Christian Klippel, eine Ansprache. Auch Personen aus der Politik, wie etwa Martina Berthold von den Grünen und Vizebürgermeister Bernhard Auinger, richteten Worte an die versammelten Menschen. Der Roma-Sonderbotschafter des Malteser Ritterordens, Dr. Franz Salm-Reiferscheid, erzählte von den Errichtungen mehrerer Sozialzentren für Roma und Sinti, beispielsweise in Ungarn.
Im Laufe der Gedenkfeier sprach auch Nicole Seewig in Vertretung für ihre Mutter Rosa Gittermartl, welche die Tochter einer KZ-Überlebenden ist. Zum Abschluss der Veranstaltung stimmten zwei Schulklassen aus dem Bundesland Salzburg John Lennons Imagine an. Kinder und Jugendliche wurden damals freigelassen, um am Schwarzgrabenweg in Max-Glan ein Sammellager zu errichten. In diesem sogenannten Zigeuner-Anhaltelager wurden rund 230 Roma und Sinti eingesperrt und zur Arbeit gezwungen, bis die Mehrheit der inhaftierten Menschen in Konzentrationslagern grausam ermordet wurde. 2009 entstand auf Initiative der Radiofabrik mit Hilfe von Fördermitteln des EU-Projekts Niemals Vergessen ein Mahnmal. Es zeigt eine kantige Figur, die auf einer Achse zwischen zwei Rädern steht und den Begriff des fahrenden Volkes symbolisieren soll. Es soll an die dort eingesperrten Roma und Sinti erinnern und damit einen Beitrag zur Aufarbeitung der eigenen Geschichte leisten. Doch das von Zoltan Papp geschaffene Mahnmal wurde im Zuge eines Vandalenaktes von dem Steinsockel gerissen und bereits zum zweiten Mal beschädigt. Sich an dem Denkmal zu vergehen, bedeutet auch, das Andenken an die Opfer des Nationalsozialismus zu beschmutzen und zu beschädigen, so die Baustadträtin Anna Schiester. Genau deshalb ist es wichtig, solche Mahnmäler zu errichten, damit die Geschichten dieser Menschen niemals in Vergessenheit geraten. Zur Zeit des Jugoslawienkrieges flohen viele Roma-Familien und leben zum Teil heute noch unter ärmlichen Bedingungen. Doch die Diskriminierungen halten an. Erst 1993 wurden Roma und Sinti in Österreich als Volksgruppe anerkannt. Rund 40.000 Menschen bilden die Angehörigen dieser Minderheit. Bis heute erfahren Sinti und Roma Gewalt und Angriffe mit antiziganistischer Motivation, also Taten, die aus Hass auf Sinti und Roma begangen werden. Daher ist Aufklärung zu diesem Thema umso wichtiger. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.